Ja, ich kann das insofern nachvollziehen, dass die geringe Teuerung sicher den Zinsschritt überhaupt möglich gemacht hat. Ich gehe davon aus, dass die Notenbank noch mal weitere Zinssenkungen machen wird. Ja, du sagst, die wirklich kurzfristigen Obligationen, die sind nach wie vor attraktiv mit einem guten, schönen Zins. Das heisst, die Saron-Hypothek ist bereits günstiger geworden und wird tendenziell auch noch günstiger werden mit den nächsten Zinssenkungen. Drahtseilakt von der Schweizerischen Nationalbank. Überraschend hat sie den Leitzins auf 1,5% gesenkt. Der Schritt macht sie im Alleingang und international isoliert. Die Europäische Zentralbank und die US-Notenbank halten ihre Zinsen stabil. Sie wollen sicher sein, dass die Inflation sich weiter abschwächt. Wer behaltet am Schluss recht? Das ist der St. Galler Kantonalbank Videotalk zum Zinsentscheid von der Schweizerischen Nationalbank. Ich freue mich, dass Sie bei uns hinschauen. Mein heutiger Gast ist Fondsmanager Obligationen, Patrick Käfeli. Mein Name ist Jan Gregor. Patrick, eine Nationalbank begründet ihren Entscheid mit dem, dass die Inflation unter Kontrolle sei und dass sie auch mit tieferen Leitzinsen nicht über 1,5% steigt. Kannst du den Entscheid so nachvollziehen? Ja, ich kann das insofern nachvollziehen, dass die geringe Teuerung sicher den Zinsschritt überhaupt möglich gemacht hat. Das allein wäre für mich aber noch kein Grund gewesen, Zinsen zu senken. Und ich glaube, auch die Nationalbank hat da weitere Gründe gehabt, insbesondere Konjunkturaussichten, wo sie schlechter einschätzt als noch im Dezember. Du glaubst also, die Nationalbank macht sich Sorgen um die Konjunktur in der Schweiz, um die Arbeitslosigkeit in der Schweiz? Ja, richtig. Die Nationalbank hat insbesondere die schwache Nachfrage aus dem Ausland auch thematisiert. Und die reale Aufwertung des Schweizer Franken, die wir im vierten Quartal letztes Jahr hatten, die doch die monetären Bedingungen für die Unternehmen verschlechtert hat. Und in dieser Kombination gehen sie von einer steigenden Arbeitslosigkeit aus und haben entsprechend die Leitzinsen jetzt gesenkt. Die Nationalbank hat den Entscheid, wie gesagt, im Alleingang gefällt. Sie will so sicher ihre geldpolitische Unabhängigkeit demonstrieren. Aber welche Risiken geht sie mit dem ein? Das grösste Risiko ist, wenn die Inflation im Ausland halt nicht so stark zurückkommt, wie man jetzt erwartet, und die Notenbanken im Ausland dann Zinsen nicht senken können. Das würde dazu führen, dass man einerseits im Ausland eben die höhere Inflation hätte, andererseits der schwächere Schweizer Franken, wo das Auslandprodukt halt noch teurer macht für uns in der Schweiz und man die Inflation eigentlich dann wieder in die Schweiz importieren und durch das dann auch in der Schweiz wieder ein Inflationsproblem hätte und die Notenbank dann die Zinsen wieder müsste anheben. Aber wie siehst du jetzt die weitere Zinsentwicklung in der Schweiz? Wird es weitere Zinssenkungen geben? Ich gehe davon aus, dass die Notenbank nochmal weitere Zinssenkungen machen wird. Die Zinsdifferenz zum Ausland ist aber relativ gross. Das heisst, die SNB kann sich da sicher ein bisschen Zeit lassen. Ich rechne damit, dass wir im September den nächsten Zinsschritt werden sehen und den dritten und letzten Zinsschritt dann im nächsten März. Und wie tief können denn Zinsen am Schluss in diesem Zinszyklus sinken? Ich gehe davon aus, dass bei 1% wird Schluss sein, solange wir die Inflation nicht wirklich sehr weit unter 1% wird gesehen, dass es vielleicht schon fast deflationäre Tendenzen wird geben in der Schweiz. Solange werden sie die Zinsen nicht müssen weiter absenken als die 1%. Und werden dann jetzt auch die EZB und die US-Notenbank ihre Zinsen senken und so dem Schweizer Beispiel folgen? Oder was sind deine Zinsprognosen für die Märkte? Ja, von dem gehe ich aus, dass die EZB und die US-Notenbank FED im Sommer werden anfangen mit Zinssenkungen und dann so quartalsweise etwa einen Viertelprozentpunkt wird senken. Das heisst, für den Rest von dem Jahr rechne ich noch mit je 3 Zinssenkungen. Und wie hat sich denn jetzt der Zinsentscheid von der SNB auf die Obligationenmärkte schon ausgewirkt? Der Zinsentscheid ist für die meisten Marktteilnehmer natürlich überraschend gekommen. Entsprechend sind Zinsen über die ganze Zinskurve, also bei allen Laufzeiten, noch mal deutlich zurückgekommen, was dazu geführt hat, dass die Obligationenpreise natürlich noch mal angestiegen sind. Jetzt liegen die Renditen für kurzlaufende Obligationen deutlich höher als die für langlaufende Obligationen. In welchem Segment hast du das Gefühl, kommt man das beste Rendite-Risikoprofil über? Ja, du sagst, die wirklich kurzfristigen Obligationen, die sind nach wie vor attraktiv mit einem guten, schönen Zins. Eher meiden würde ich so die Laufzeiten zwischen 2 und 6 Jahren, wenn ich finde, dass man dort nicht mehr genügend entschädigt wird. Interessanter kann es dann wieder sein, aber eine Laufzeit von 7 Jahren, wo es doch wieder die ein oder andere interessante Alternative gibt. Wer in den letzten 12 Monaten langlaufende oder sehr langlaufende Obligationen gekauft hat, hat jetzt vermutlich schöne Bewertungsgewinne auf diesen Obligationen. Ist es eine gute Idee, die jetzt mit Gewinn zu verkaufen?
Grundsätzlich lockt das natürlich, dass man die Obligationen jetzt verkaufen. Das Problem ist ein bisschen mit den Alternativen. Das heisst, die Zinsen im Schweizer Franken, die sind über alle Laufzeiten relativ tief. Und hier eine ansprechende Alternative zu finden, ist relativ schwierig. Darum wäre ich dafür, dass man eher die Obligationen behalten würde. Der Zinsentscheid hat sich auch sehr stark und sehr direkt auf die Wechselkurse ausgewirkt. Der Schweizer Franken ist gegenüber dem Dollar und dem Euro kurzfristig ein bisschen abgesackt. Ist das jetzt nur eine kurzfristige Schockreaktion oder müssen wir jetzt doch länger mit einem schwachen Franken rechnen? Nein, ich gehe schon davon aus, dass die Reaktion natürlich in erster Linie auf die Überraschung von dem Zinsentscheid zurückzuführen ist. Ich gehe, wie gesagt, davon aus, dass die EZB und das FED im Sommer auch ihre Zinsen werden senken. Und das wird dann dazu führen, dass mittelfristig der Schweizer Franken natürlich wieder im gewohnten Bild entspricht und mittelfristig stärker wird. Jetzt kann man auf 10-jährige Schweizer Staatsanleihen etwa 0,7% Rendite erreichen. Bei deutschen Staatsanleihen ist die Rendite 1,7% höher, bei US-Staatsanleihen sogar 3,5% höher. Für einen Anleger, für eine Anlegerin, was ist da der richtige Entscheid? Ja, ich verstehe natürlich, dass einem die höheren Zinsen im Ausland locken. Das Problem bei Fremdwährungsanleihen ist halt immer, dass die Mehrrendite relativ schnell von Währungsverlusten wieder weggefressen werden. Entsprechend empfehle ich Ihnen Fremdwährungsobligationen unabgesichert nicht. Wir könnten natürlich die Währung absichern gegenüber dem Schweizer Franken. Aufgrund von der höheren Zinsdifferenz ist das aber relativ teuer. Das heisst, im US-Dollar zahlt man etwa 3,5% pro Jahr. Dann wären wir etwa wieder auf dem gleichen Level. Im Euro ist es etwas mehr als 2% aktuell. Das heisst, dort würde man abgesichert sogar ein bisschen schlechter fahren als im Schweizer Franken. So, die Zinsentscheid von der Zentralbank wirkt sich ja auch immer direkt auf die Hypozinsen aus. Wie sieht das da jetzt aus? Ja, der Saron-Zinssatz hat natürlich schon reagiert auf die Zinssenkung und wird auch auf die nächsten Zinssenkungen reagieren. Das heisst, die Saron-Hypothek ist bereits günstiger geworden und wird tendenziell auch noch günstiger werden mit den nächsten Zinssenkungen. Die Festhypotheken, die sehen, die zwei Zinssenkungen haben die eigentlich schon eingepreist. Entsprechend gehe ich davon aus, dass man da über die nächsten Monate oder bis Ende dieses Jahres keine grosse Bewegung mehr wird sehen. Patrick, vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne. So viel für heute von uns für Sie. Wir freuen uns, wenn Sie nächsten Monat wieder mit dabei sind.